Durchfall, Bauchschmerzen oder Blähungen. Das kann ein gereizter Darm sein. Die Ursache sind häufig kleinste Risse in der Darmwand. Dagegen hilft Kitimea Pro. Kitimea Pro legt sich auf die geschädigte Darmwand wie ein Pflaster. Kitimea Pro, wie ein Pflaster für den gereizten Darm. Herzlich willkommen zu Ad hoc 24 am 30. November. Legen die Präqualifikationsstellen einen letzten Sprint mit Zwischenaudits ein? Den Eindruck haben mittlerweile etliche ApothekeninhaberInnen, denn momentan hagelt es regelrecht Bescheide mit Aufforderungen zu erneuten Überwachungen. Um schwarz auf weiß belegen zu können, wie viele KollegInnen betroffen sind, startete Apotheker Aristide Reidel, Inhaber der Rathausapotheke in Saulheim in Rheinland-Pfalz, eine Umfrage auf Facebook. Gestern fand nicht nur in Dresden die letzte Protestkundgebung der Apothekerschaft für dieses Jahr statt, sondern auch in Münster die Kammerversammlung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe. Mit dabei war in ihrer Funktion als Kammerpräsidentin natürlich auch ABDA-Chefin Gabriele Regina Overwiening. Sie kritisierte erneut Karl Lauterbachs Sparpolitik, er sei für die reihenweisen Schließungen verantwortlich. Eigentlich soll das E-Rezept ab 1. Januar verpflichtend werden. Doch die Zeit wird knapp, denn durch das Haushaltschaos könnte es zu Verzögerungen beim zweiten Durchlauf im Bundestag und Bundesrat kommen. Im Januar ist die erste Sitzungswoche des Bundestags zwar die KW3, aber die erste Bundesratssitzung erst am 2. Februar. Das Inkrafttreten zum 1. Januar hängt damit am seidenen Faden. Jetzt ist es amtlich. Bei den Ozempic-Fälschungen handelt es sich um überklebte Apidra-Pens. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe hat durch analytische Untersuchungen herausgefunden, dass in verdächtigen Fertigpens statt des deklarierten Wirkstoffs Semaglutid der Arzneistoff Insulin Glulisin enthalten ist. Auch die Hilfsstoffe deuten darauf hin. Das Amt warnt vor schweren gesundheitlichen Risiken. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.